von ja. Wir sind ja mehr als Menschen. Naja, weil das Kind den enttäuschen würde. Oh, oh, oh. Aber wo bist du denn? Aber das ist ein Highlight für die. Mach doch alle zu. Mach doch alle zu. Ich hab die Taschen hier. Kann ich dir mal in die Nase mal ausschnauben? Genau. Und nicht so groß machen. Können wir eigentlich gar nicht. Ja, komm! Herrlich! Ja! 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 Ich bin mir sicher, dass es meiner war. Ja, ja. Der kann jetzt Zeitung wegbringen. Ja, das ist herrlich. Oh! Oh! Jetzt da, ja! Das war immer nicht der Gäste, wa? So, da sind wir ganz gefährlich bei solchen Dingern. Ja! Oh! Ich gewinne ja heute. Schön gemacht, schön gemacht. Und den macht er. Nein! Wenn er bezahlt, dann schreibt er doch. Dann ist er ja, herzlich willkommen zur anschließenden Pressekonferenz zur Oberliga-Partie BFC Dynamo gegen FC Hansa Rostock 2. Herr Rikuti, 4:92 Minuten. Erstmal vorweg Glückwunsch dem BFC zu den mehr als verdienten 3 Punkten. Man muss vorsichtig sein, was man so unmittelbar nach dem Spiel sagt. Dass ich sehr unzufrieden bin, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Wir hatten nicht die Spur einer Chance. Wir können uns bei unserem Tor bedanken, dass es wir nur 3-0 verloren haben. Ich denke, es geht einzig und allein darum, man kann mal ein Spiel verlieren, aber die Art und Weise ist entscheidend. Die Art und Weise ist entscheidend, wehre ich mich oder mache ich es nicht. Wenn ich überlege, was wir den ganzen Tag betreiben, wie oft wir trainieren, was wir machen, dann war das heute eine Frechheit. Das war eine Katastrophe. So kann man ganz einfach nicht auftreten. Und dabei möchte ich es jetzt auch belassen. Ich will mich hier nicht um Kopf und Kragen reden. Ich bin sehr, sehr enttäuscht, maßlos enttäuscht vom Auftreten.
wir hatten keine Torchance, eine halbe vielleicht. Ja, und wenn wir 5-0 verlieren, dann können wir auch uns nicht beschweren. Aus meiner Sicht kann ich nicht verstehen, warum der BFC in den letzten 3 Spielen unentschieden gespielt hat. Mit dieser Wucht, mit dieser Dynamik, mit dem Auftreten, wie sie in die Zweikämpfe gegangen sind, wie resolut sie aufgetreten sind. Wahrscheinlich waren wir heute der richtig gute Gegner zum Aufbauen. Aus meiner Sicht natürlich enttäuschend für den BFC. Freut mich. Ich wünsche eine gute Saison. Ich hoffe, dass wir auch unsere Punkte holen, um hier die Klasse zu halten. Und so bitter ist es. Und damit möchte ich mich bedanken. Danke, Herr Riedenkiel. Wolfgang, ja, ich denke, dass wir den Grundstein in der ersten Halbzeit gelegt haben. Die Mannschaft hat wirklich einen guten Fußball gespielt. Wir wollten auch viel über die Außen kommen. Wir wollten natürlich die Zweikämpfe schon frühzeitig in der gegnerischen Hälfte gewinnen. Das ist uns gelungen. Natürlich haben wir trotz des 3-0 unsere alte Schwäche, was wir in den letzten Spielen auch hatten, wieso es dann auch hier oder da auch mal unentschieden geendet hat, dass wir halt immer noch zu viele Torchancen auslassen. Ich denke, obwohl wir 3 Tore gemacht haben, müssen wir an der Effektivität arbeiten. Da waren noch einige Sachen, was wir halt liegen gelassen haben. Trotzdem denke ich ganz persönlich, dass Rostock gerade in der Oberliga überhaupt nicht irgendwie eine Laufkundschaft ist. Und dass es auch heute eine gute Mannschaft war, die man bearbeiten musste, die man beschäftigen musste, die man im Endeffekt auch natürlich in der eigenen Hälfte unter Druck setzen musste. Das haben wir im Großen und Ganzen gut geschafft. Deswegen bin ich zufrieden. Das ist ein Sieg auf unserem Weg und jetzt geht es einfach weiter und darauf werden wir uns jetzt auch nicht ausruhen. Ich wünsche meinen Kollegen und natürlich auch noch viel Glück und ich denke, dass die Saison noch sehr, sehr lang wird. Dankeschön. Danke, Volkan. Gibt es Seiten der Pressevertreter Fragen an dich? Ja, richtig. Wir sind ja letztendlich in der ersten Halbzeit hier rausgekontert worden, 3-4 Mal. Bei eigenen Standards 2-mal auch. Sind wir imitiert? Oder wann? Also, Sie können sich vorstellen, dass das so nicht abgesprochen war, ne? Wenn man schon eine sehr junge Mannschaft hat, dann, ich will das Wort naiv nicht in den Mund nehmen, aber das ist natürlich alles andere als gut, sich so auskontern zu lassen. Ja, wir sind hier die Auswärtsmannschaft und wir lassen uns so auskontern. Da gebe ich recht, da waren ja noch 2 Situationen, die wir irgendwie auch glücklich dann gerettet haben. Das geht natürlich nicht. Ja, und gibt es zigtausend Flipcharts, die da immer irgendwo hängen, wo das dran steht, wer wo zu stehen hat. Da müssen Sie sich, ich habe es eben auch in der Kabine auch gesagt, wir müssen uns alle mal hinterfragen, was wir hier heute abgeliefert haben. Ja, auch diese kleinen Details, die wichtig sind, aber können Sie mir glauben, das mache ich intern mit der Mannschaft. Und da wird es das ein oder andere ernsthafte Wort dann noch geben. Nicht mehr heute, aber morgen. Ja, Volkan, war das Rezept, sich nicht selber locken zu lassen, sondern umgekehrt die Dinger vielleicht auch da hinzukriegen? Ja, ich denke, das hat im Großen und Ganzen nicht damit zu tun, sich locken zu lassen. Ich denke, das ist heute in vielen Phasen, dass die Mannschaft die richtigen Lösungsmöglichkeiten gefunden hat. Ne? Hat auch gut reagiert, wenn der Gegner ein Tick zu weit aufgerückt war, sind wir gut nachgestoßen, haben auch gute Bälle in die Tiefe gebracht, haben dann aber auch, wo der Gegner auch tief stand, erinnere ich mich an viele Positionen, wo wir variabel, ob es Wemmer war, ob es Preis war, von den Außenpositionen viel Druck ausgeübt und hatten da auch Lösungsmöglichkeiten. Und ich denke, es ist halt ganz normal, wenn man jetzt eine neue Mannschaft zusammen hat, dass das alles jetzt wachsen muss und wir haben jetzt 10 Spiele hinter uns gebracht und haben leider Gottes im ersten Spiel in Greifswald Wunder kalt erwischt, haben verloren, sonst bin ich da zufrieden. Man muss ja heute auch sehen, wir haben ja einen kleinen Kader. Wir haben mit dem Kwiatkowski einen Innenverteidiger, der uns jetzt wegfällt für längere Zeit. Saalbach hat heute gefehlt und auch vielleicht in den nächsten Spielen. Und es sind für uns auch in den letzten Spielen wirklich 2 ganz, ganz wichtige Spieler gewesen und das hat die Mannschaft insgesamt eindrucksvoll auch kompensiert und deswegen bin ich da recht zufrieden. Gibt es noch weitere Fragen? Sehe ich es nicht der Fall, dann wünsche ich einen angenehmen Heimweg und Herrn Riedenkiel mit seiner Mannschaft viel Glück. Ja.